Okay, heute, Freunde, haben wir mal wieder was ganz Besonderes vor. Wir machen gleich einen Song zusammen, beziehungsweise nicht ich, ihr kennt mich, ich bin nicht so musikalisch, ich kann das nicht so gut. Aber wir machen einen Song mit einem Stargast, einem echten deutschen Rapper. Ich habe den extra eingeladen heute, ich erkläre euch gleich mehr dazu, der ist gleich hier mit am Start. Vorher, wie wir das Ganze funktionieren, wir machen den Song mit der Community zusammen. Das heißt, ihr könnt euch erstmal entscheiden, was soll das für ein Beat werden. Ja, also wir haben drei verschiedene Beats, zeige ich euch gleich alle und ihr könnt euch für einen entscheiden. Dann könnt ihr entscheiden, worum geht's überhaupt in dem Song und ihr könnt auch noch selber einfach Lyrics reinschreiben in den Chat und da suche ich mir dann welche raus, beziehungsweise mein Star-Rapper. Denn wir haben heute mit am Start, ich bin wirklich der größte Fan von ihm, ich höre jedes seiner Lieder, alle drei sind gut und zwar haben wir Big Schoko Swagger. Ist jetzt ein bisschen unangenehm. Wir versuchen es nochmal. Big Schoko Swagger! Ich guck mal kurz, wo der ist. Ist gar kein Ding. Ich guck kurz. So ein Scheiß, Alter. Einmal mit Profis arbeiten, Mann. Ich hab Cash, ey. Yo! Was geht ab, Leute? Ich hab Swag. Ich bin's. Tim! Erwarte mich ganz. Ich hab Yo. Ah, so, ich habe mal kurz den Ryan unten gelassen. Aber ich bin's, Leute. Hab was vergessen. Ohne meine Brille kann ich nicht gucken. Ja, ich weiß, ich bin's der Echte. Ganz ruhig, okay. Nicht alle ausrasten, nicht alle gleichzeitig. Danke. Das Wichtigste beim Songwriting ist als erstes der Beat, yo. Ich sag's euch. Ich kenne mich da aus. Ich habe 3 Hitsongs geschrieben. Easy. Also, und nur 3 Songs generell. Als erstes brauchen wir den Beat. Wir haben 3 verschiedene Beats. Ihr könnt euch davon einen raussuchen. Von meinem fetten Producer Toadie. Shoutout auf jeden Fall an dieser Stelle. Und ihr könnt jetzt erstmal entscheiden, welchen wir nehmen. Wollt ihr wissen, wo Ryan ist? Da. Zufrieden? Ryan, mach mir mal einen Kaffee, bitte. Tschüss. Ich spiele euch jetzt 3 verschiedene Beats vor und ihr sucht euch davon einen aus, okay? Ich mache danach eine Abstimmung, ihr entscheidet euch für einen und den Beat nehmen wir. Damit fangen wir erstmal an, okay? Beat Nummer 1. Ich gebe euch das Intro immer und danach zeigen wir den... und danach hören wir uns den anderen Beat an. Und dann... Hört ihr den überhaupt? Ah doch, hört man. 2. Beat. Eher was Trauriges. Eher ein traurigerer Vibe. Eher ein Song, wo ich weine. Da kommen mir jetzt schon die Tränen, Mann. Der 3. Bisschen aggressiver. Nice Kette, danke. Was mit meiner Mütze passiert. Bis jetzt sind 13 für den ersten, 8 für den zweiten und 3 sind für den, 10 sind für den dritten. Vielleicht machen wir noch mal eine Abstimmung zwischen dem ersten und dem dritten. 50-50. Beat 1 hat gewonnen, 17 zu 13. Dann wird das hier der Song. Das hier wird der Beat für den Song. Dann ist wichtig, was fühlen wir dabei? Was fühlen wir bei diesem Beat? Ich habe absolut keine Ahnung, wie wir den Song mit der Community machen. Bis jetzt habe ich einfach immer nur alleine Songs gemacht natürlich. Und da habe ich mir vorher überlegt, worüber der Song gehen soll. Mir dann dazu einen Beat rausgesucht und dazu dann Sachen aufgeschrieben und immer wieder verteilt. Beim letzten Song zum Beispiel ist mir irgendeine Line, ich stand unter der Dusche und da ist mir eine Line eingefallen, habe ich die aufgeschrieben. Da bin ich Auto gefahren, ist mir noch was eingefallen, habe ich es aufgeschrieben. Und einfach immer so random. Aber heute müssen wir den ganzen Text fertig kriegen. Der Song wird auch, by the way, auf Spotify nachher online gehen. Außer der ist komplett Trash, aber das wird er hoffentlich nicht. Deswegen, der muss heute fertig werden. Lass uns einfach erstmal Stichpunkte machen am Anfang. Wir wollen flexen. Fertig, jetzt können wir anfangen. Mehr Stichpunkte brauchen wir nicht. Wir wollen einfach flexen. Ich schreibe einfach erstmal irgendwelche Reime auf, die ihr in den Chat schreibt. Und wir können das ja nachher sortieren und irgendwie vielleicht zusammenpacken. Egal wie trashig euer Reim ist, egal wie low, wie unkreativ, schreibt da einfach erstmal rein, wenn euch irgendwas Lustiges einfällt. Schoki ist lit, du hingegen bist shit. Ja, merkst du, Schoki ist swaggy und du bist echt waggy. Oh mein Gott, das finde ich lustig. Ich bin cool in einem und die anderen schwul. Ich schreib's mal auf, aber ich kann keinen cool schwul reinpacken. Dann wäre ich wieder im Kindergarten. Wie soll der irgendwas bis jetzt drauf fassen? Ich kann zwar kein Minecraft, aber das ist gar nicht schlimm. Dafür gibt es Minecraft mit Tim. Ja, das wird easy auf jeden Fall heute, oder? Ich glaube, das wird easy. Stellt euch vor, das wäre der Song. Ich kann zwar kein Minecraft, aber das ist gar nicht schlimm. Dafür gibt es Minecraft mit Tim. Schokolade mit Mascarpone ist schlechter als mit Melone. Ich bin Ryan Cole und bin hohl. Yo, die
schmecken nach Schoko Schoko, ey, die Snitches sind Among Us. Schokolade ist besser als ein Gebärmesser. Ich kaufe mir ein Haus und der Chat schreibt für mich die Lyrics auf. Schoko oder Cash, ich hab Swag, ey. Das kann man safe mit einbauen. Schoko oder Cash, ich hab Swag, ey. Im Bad Wars, da hau ich alle weg, ey. Okay, doch, die muss mit rein. Hitsongs schreiben macht mich immer hungrig. Kannst du mir vielleicht Käsekuchen holen, Ryan? Das wär nett. Danke, danke. Das sind alle Reime, die wir jetzt aufgeschrieben haben. Wir müssen sortieren jetzt. Das ist einfach nur ein wildes Durcheinander. Danke. Boah, wie nett. Ryan hat mir einen Käsekuchen mitgebracht, den seine Freundin gestern gebacken hat am Valentinstag. Cute, oder? Lecker. Danke, kann's wieder gehen. Okay, wir belassen es erstmal bei dem Text, würde ich sagen. Wir haben das hier alles. Wie soll der Song heißen? Wir haben halt den Text noch nicht fertig, deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen weird, schon den Titel jetzt zu entscheiden. Aber der ganze Text ergibt eh keinen Sinn, deswegen ist es auch egal, was der Titel ist, um ehrlich zu sein. Wir haben Schokoladensucht, ey Schoki, Schoko Gang, Schoko Random, Schokoladenfassade, SOS, Song ohne Sinn, Loster Song, Schong für Schokosong, SOSAMS, Song ohne Sinn, aber mit Schoki, Schoko Flex, Dis, wir sind einfach lit. Also meine Favoriten sind Safe, Schoko Gang, Chong und Schoko Flex finde ich auch ganz lustig. Oh, jetzt ist es 10-10. Ich glaube, Chong hat gewonnen. Es ist 12 zu 10. Ultra knapp. Der Songname wird Chong. Kennt ihr schon Chong vom Big Schoko Swagger? So ein geiler Chong. So ein geiler Schokoladensong. Aber es ist ganz lustig, weil es einfach ein erfundenes Wort da noch ist. Dann weiß erst keiner, wofür das steht. Außer ihr. Ihr wisst es jetzt alle, okay? Wenn der Chong draußen ist, wisst ihr, wofür es steht. Xing Shang Chong. Das ist der Schokoladensong. Man nennt ihn auch Chong. Yo, das ist der neue Chong. Check mich aus. Ich habe einen langen Schlong. Xing Shang Chong. Folgt mir auf Twitch. Also, gestern haben wir den Song noch fertig gemacht. Also, was heißt wir? Ich natürlich nicht. Big Schoko Swagger und sein Produzent Toadie. Props gehen da nochmal raus an die beiden, die sich den Arsch abgearbeitet haben gestern nach dem Stream. Applaus. Wartet. Applaus. Der Sound wollte jetzt nicht abspielen. Denn, Big Schoko Swagger nach dem Stream gestern noch 3 Stunden 20 gebraucht, um irgendwie den Text zu sortieren, daraus was zu machen, dann die Lyrics aufzunehmen und die an Toadie zu schicken. Und Toadie hat dann Big Schoko Swagger um 3 Uhr nachts oder so geschrieben, yo, Song ist fertig. Und wir hören uns das Ding mal an. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, wie ich den finde. Der Song ist wack, aber der ist auch geil. Der ist lustig und der ist... Ach, wir hören uns den einfach an. Denkt dran, alle Lyrics... Also Big Schoko Swagger musste die Lyrics von der Community nehmen, okay? Es sind natürlich nicht nur Lyrics von der Community drin. Wir können natürlich nebenbei mal das Textdokument aufmachen und da ein bisschen reinschauen, ob wir erkennen, was von der Community ist und was nicht. Bevor wir uns aber gleich den fertigen Song anhören, Freunde, wenn euch das Video bis jetzt gefällt, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Und falls ihr Bock habt, auch gerne ein Abo. Kostet euch keinen einzigen Cent, nur ein paar Sekunden eurer Zeit und ist für mich ein Riesensupport. Danke. Er hat den Text nicht im Dokument hier geschrieben, sondern per Hand dann aufgeschrieben. Deswegen ist hier natürlich immer noch nichts richtig sortiert. Aber naja, wir hören einfach mal rein. Ich finde die Lines jetzt nicht so schnell, aber der Anfang ist zum Beispiel 1:1 übernommen. Ob Schoko oder Cash, ich hab Swag, ey. Bist du ein Hater, bam, breezen dich weg, ey. Meine Flows sind pures Cash, wenn ich die Crowd flash. Sagen alle, Big Schoko ist back, ey. Bin so stark wie noch nie, fühlst du die Energie. Bin ein Personal Trainer, call me Big Schoko Swagger. Du denkst, du bist ein Bro, doch ich weiß es besser. In meiner Hosentasche ist ein Schokomesser, yo. Ey, Willy Wonkas Messer. Echt ohne Frage, ich segne dich. Nur wenn du meinst, du redest nicht. Kann ich mich dachte, du redest nicht. Schoko oder Cash, ich hab Swag, ey. Bist du ein Hater, bam, breezen dich weg, ey. Meine Flows sind pures Cash, wenn ich die Crowd flash. Sagen alle Big Schoko ist back, ey. Ob Schoko oder Cash, ich hab Swag, ey. Bist du ein Hater, bam, breezen dich weg, ey. Meine Flows sind pures Cash, wenn ich die Crowd flash. Sagen alle Big Schoko ist back, ey. Du denkst, du bist in Minecraft ganz schön leer. Warum bin ich mit mir? Du bist nur shit. Ryan freut sich weiter über Big. Und ich schreibe wieder meine Hits. Schoko schmeckt so lecker, ja, ich droppe nur Bretter. Eure Flows sind zu bad, denn ihr seid einfach nur wack. Bin jetzt wieder back und bleibt der King of Swag. Gold im Inventar, habe 1000 Stacks. Habe 1000 Stacks. Max PvP, da hau ich euch weg. Nein, brauche keinen Hack. Die ganzen Moving hat nur mit Schoko Schwag. Schoko oder Cash, ich hab Swag, ey. Bist du ein Hater, bam, grüßen dich weg, ey. Meine Flows sind pures Cash, wenn ich die Crowd flash. Sagen alle Big Schoko ist back, ey. Ob Schoko oder Cash, ich hab Swag, ey. Bist du ein Hater, bam, grüßen dich weg, ey. Meine Flows sind pures Cash, wenn ich die Crowd flash. Sagen alle Big Schoko ist back, ey. Die Community schreibt die Lyrics auf. Millionen oder so, ist voll cool drauf. Okay, okay, nein. Ah, Junge! Junge, ultra wack. Wir sind fertig. Wir sind fertig.
Ey, am Ende, ne? Am Ende. Das war so schlimm. Am Ende wollte ich noch mit einbauen, dass die Community die Lyrics aufschreibt, wie wir das hier haben. Und ich sollte ja Melone mit einbauen. Dann musste ich irgendwie sagen, die Community schreibt die Lyrics auf. Melone oder so ist voll cool drauf. Und dann war für mich vorbei. Dann dachte ich mir so, okay, nein, das ist zu wack. Und dann haben wir einfach das Ende gemacht. Ja, also wir haben natürlich uns an die Notizen gehalten. Ein paar Lines komplett so übernommen, wie die hier stehen. Das hier zum Beispiel. Dann den Hit, Lit, Bit-Dingens mit eingefügt auf jeden Fall. Und ja, ein paar andere Sachen sind auch noch ganz normal mit drin. Ich weiß gar nicht, warte, irgendwas ist noch 1:1 mit drin. Da das hier, bin so stark wie noch nie, fühlst du die Energie, ist auch 1:1 mit drin alles. Dann, da meine Flows und pures Cash, wenn ich die Crowd Flash, ist ja auch mit drin bei dem Refrain. Wir haben ja Schoko-Speck mit drin, da bin ich nur drauf gekommen, dass man Speck mit einnehmen kann, weil hier irgendwo was mit Speck steht. Ich weiß aber gerade nicht mehr wo. Für sie nehme ich eine Speckschicht in Kauf, kein Bock mehr auf Sport und Ausdauerlauf. So, keine Ahnung, da bin ich auf dann Speckschicht gekommen. A war nur einmal als Adlib mit drin, aber auch nicht richtig A, sondern irgendwie, ja, Jein ist so mehr oder weniger mit drin, kann man sagen. Flexen ist mit drin, Eichhörnchen und Double Time verschiedener Schokosorten leider nicht mit drin. A kann man jetzt diskutieren, was mit drin ist. Darf ich Mod ist mit drin, 1v1 ist mit drin und A ist mit drin. Ey, das war viel schwieriger als erwartet, weil hier einfach ganz viele Sachen nicht zusammengepasst haben, weil das sind ja einfach alles random Lines und ich habe versucht so viel wie möglich, Big Schoko Swagger meine ich natürlich, hat versucht so viel wie möglich irgendwie Teile von den Lines mit aufzunehmen und dann die Wortstruktur umzustellen oder sowas, dass es irgendwie mit reinpasst. Das hier zum Beispiel habe ich auch nicht 1:1 mit übernommen, so wie es hier drin steht, aber ungefähr so, nur so ein paar Wörter ausgetauscht. Fertig, jetzt muss ich noch ein Cover machen und dann kommt der Song bald auf Spotify, wo er theoretisch jetzt auch schon online sein sollte. Ich habe extra ein bisschen gewartet, bevor ich das Video release, damit der Song dann hoffentlich auch schon auf Spotify ist, weil das dauert immer ungefähr eine Woche, bis er da ist, kann aber auch mal 2 bis 6 Wochen dauern. Aber ja, wenn der Song schon auf Spotify ist, packe ich euch den Link auf jeden Fall in die Beschreibung. Ansonsten verlinke ich euch das Ganze einfach hier, denn da haben wir meinen Big Schoko Swagger oder beziehungsweise den Big Schoko Swagger YouTube-Kanal und falls der Song noch nicht auf Spotify ist, dann findet ihr den hier. Der soll doch auf allen anderen Streaming-Plattformen bald verfügbar sein. Also, keine Ahnung, was gibt's alles? Amazon Music, iTunes. Ich kenne mich nicht so aus. Aber naja, schaut gerne hier vorbei oder auf Spotify oder sonst was. Ich verlinke euch alles in der Beschreibung. Tschüss!